Hallo und herzlich willkommen zur Wirbelsäulengymnastik heute. Wir brauchen keine Hilfsmittel, ohne Ball, ohne Gewichte. Wir machen alles mit dem eigenen Körper. Und wie immer ein kurzes Warm-up am Anfang, danach werden die Übungen ein bisschen intensiver. Und wir starten in der ganz normalen Liegeposition. Wir legen uns hin, strecken die Arme zur Seite aus, winkeln die Beine leicht an, bleiben mit dem Oberkörper ganz fest und gerade und werden unten zur Seite pendeln. Dann fangt erstmal ganz locker an, probiert euch immer weiter nach links und rechts zu drehen im unteren Bereich. Und achtet wie gesagt darauf, dass die Schulterblätter schön auf der linken und rechten Seite Kontakt mit der Matte haben. Gleichmäßig atmen. Und ganz weit zur Seite rüber. Ja, probiert den maximalen Weg jetzt zurückzulegen. Die letzten Wiederholungen. Einmal zur Seite pendeln. Langsam wieder in die Mitte zurück. Und wir strecken langsam das linke Bein, das rechte. Geht ein bisschen weiter zum Gesäßrand. Wir positionieren den rechten Fuß so, dass wir nur mit dem Hacken Kontakt haben. Heben unser Becken ganz leicht an. Jetzt spüren wir schon die Spannung hinten und vorne. Und ziehen das Bein einmal zum Körper. Strecken parallel zur Matte nach oben zurück. Weil das Becken bleibt die ganze Zeit auf einer Höhe leicht angehoben. Ganz stabil, vergesst nicht die Bauchmuskulatur natürlich mit anzuspannen. Und auch hier, wir probieren das linke Bein weiter ranzuziehen. Das rechte hat die Spannung. Gleichmäßige Bewegung. Und zweimal ranziehen noch. Becken bleibt noch oben. Die letzte Mal. Sehr schön. Und wir wechseln das Bein. Wir legen das Becken ab. Rechtes Bein ein bisschen ausschütteln. Locker machen. Linkes wieder hacken zum Gesäß. Fußspitze hochziehen. Rechtes Bein strecken. Langsam anheben. Und ziehen das rechte ran. Bleiben links stabil. Wieder gerade Position. Wir probieren weiter ranzuziehen. Achten auch darauf, dass das Becken sich nicht nach links oder rechts dreht oder rotiert. Dauerspannung halten. Gut, gleichmäßig zwei Stück noch. Letzte Mal Spannung. Ranziehen, super. Und Becken wieder langsam ablegen. Linkes Bein ein bisschen ausschütteln, locker machen. Wir gehen im Wechsel auf die Bauchmuskulatur, die natürlich auch wichtig ist für eine gesunde Lendenwirbelsäule. Und wir spannen danach direkt wieder den unteren Rückenpart an. Beide Beine nebeneinander abstellen. Arme werden wieder ganz locker abgelegt. Und jetzt einfach nur ganz leicht ins Hohlkreuz gehen. Wir merken jetzt hier die Spannung unten. Ja, hier kann ich meine Hand zwischenschieben. Unten ist die Spannung drin. Und dann im Gegenpart. Wir drücken die Lendenwirbelsäule richtig fest gegen die Matte. Ruhig 2 bis 3 Sekunden halten. Ja, probieren langsam dieses Gefühl aufzubauen. Wir gehen wieder langsam ins leichte Hohlkreuz. 2, 3 Sekunden. Und wieder gegendrücken. Spannung aufbauen. Ja, wir merken immer mehr,
wie die Bauchmuskulatur arbeiten muss. Bauch entlasten. Dann Spannung rein. Letzte Mal. Letzte Runde. Drei Sekunden nochmal Bauchspannung. Lendenwirbelsäule randrücken, halten. Super, und wieder ganz locker in der Mitte bleiben. Ganz relaxed. Wir gehen wieder nochmal ein bisschen mehr, auch auf die Schräge mit ein. Die Armposition bleibt wieder die gleiche, ähnlich wie am Anfang. Die Schultern müssen Kontakt mit der Matte haben. Und jetzt gehen wir langsam in der 90-Grad-Winkel und pendeln unten ganz weit zur linken und rechten Seite rüber. Ja, probiert stabil zu bleiben oben. Keine Bewegung im Oberkörper. Nur unten Rotation. Je nach Beweglichkeit, ja, je nach Spannung, werdet ihr immer weiter nach links und rechts rüber rotieren können. Und habt somit auch mehr Spannung im Bauch, in der Lendenwirbelsäule. Achtet nochmal darauf, die 90 Grad einzuhalten. Super. Einmal zu jeder Seite noch. Okay, dann gehen wir wieder langsam rüber. Wir legen uns auf die Seite. Ja, also ruhig im Oberkörper. Ein 90 Grad Winkel, unten Seite gestreckt. Der obere Arm stützt uns ganz leicht ab, der untere ist ganz locker. Wir heben das Bein leicht an und wir hier die Spannung und Spürung. Wir gehen jetzt mal ganz langsam nach vorne und jetzt drücken wir weit nach hinten weg. Wir spüren im Gesäß, in der Lendenwirbelsäule die Spannung. Nach vorne, nach hinten weg, kick hin. Man probiert wieder ganz entspannt im Oberkörper zu bleiben. Die Spannung beginnt ab der Bauchmuskulatur. Und jetzt nochmal ein bisschen Fokus, den Weg ein bisschen zu verlängern, weit ranziehen, ganz weit weg kicken. Schön. Letzten Mal. Wegdrücken. Ranziehen. Super. Langsam in die Streckung gehen. Ganz langsam in die Rückenposition. Wir nehmen das gleiche Bein direkt weiter. Ja, unsere Arme sind wieder langsam nach außen gestreckt. Drücken uns wieder leicht nach oben. Das Bein bleibt jetzt gestreckt und wir gehen mit diesem Bein langsam hoch. Drücken nochmal ganz leicht aus dem unteren Rücken, aus dem Gesäßbereich nach oben. Gehen wieder langsam mit dem Becken runter, nicht ablegen, Kontakt. Langsam runter, Bein hoch. Kicken. Super. Wieder langsam. Wir achten wieder darauf, Kontakt mit der Schulter und der Matte. Fußspitze hochgezogen.
hochdrücken, richtig weit, letztes Mal. Hochgehen, super, langsam runter, ablegen, locker machen das Bein und wir wechseln auf die andere Seite. Das heißt, wir gehen wieder langsam in einen 90 Grad Winkel. Oberarm stützt uns ganz leicht. Bein ist gestreckt. Knie ranziehen, weit nach vorne, gestreckt nach hinten wegdrücken. Ja, und Spannung ab der Mitte nach unten. Wir probieren wieder den Weg zu verlängern, weit nach vorne, noch weiter nach hinten. Letzte Mal nach hinten rausdrücken. Sehr schön, ganz langsam Rückenposition. Letzte Runde hochdrücken, linkes Bein bleibt gestreckt, rechtes wieder angewinkelt, Fußspitze wieder nach oben, leicht ranziehen, spannen die Sehspannung in der Lendenwirbelsäule. Wir drücken uns leicht hoch und los geht's, parallel, nach oben rausdrücken, Spannung Millisekunde halten, runter gehen. Hochdrücken, ausatmen, Spannung spüren. Leicht geschafft, einmal noch hochdrücken. Super, runtergehen, ein bisschen locker machen. Wir gehen in die letzte Phase. Eine Spannung, wir drehen uns nochmal, gehen auf die Knie, probieren ungefähr die Hände unter die Schulter zu platzieren. Linker Arm ist gestreckt, wir greifen einmal nach unten rum. Bauch schön anspannen, Rücken gerade lassen, ganz wichtig, rotieren möglichst weit nach außen weg. 2 Sekunden halten, probieren weiter rum zu drehen. Langsam Spannung raus und zurück. Rotation. Öffnet den Brustkorb. Letztes Mal weit zur Seite. Gerade Position. Wir gehen langsam den Unterarm. Stütz. Bleiben wir beim Winkel. Achtung nochmal Spannung für den Bauch, für den Rücken. Nur die Zehen mit der Matte positioniert, drücken wir die Knie nach oben raus. Halten die Position kurz. Ganz locker atmen, die Haltung, die Spannung. Super, 5 Sekunden noch. Zwei, eins. Perfekt, nochmal ablegen. Letzte Mal Rotation, andere Seite. Wir gehen nach unten, drehen uns weit raus, Rücken gerade, Bauchspannung. Zur Seite drehen, öffnen. Sehr schön, letztes Mal.
weit rotieren, weit zur Seite. Super, Spannung wieder leicht rausnehmen, einmal kurz locker machen. Zum Schluss kurzes Stretching. Wir gehen in die Bauchposition, strecken die Beine wieder nach unten weg, drücken uns ganz langsam raus. Achtet darauf, ne, dass ihr euch nicht zu weit nach oben rausdrückt. Ihr merkt selber, wie die Spannung in der Lendenwirbelsäule ist. Tastet euch langsam an, indem ihr dann langsam den Kopf auch nach hinten wegstreckt und ganz tief einatmet. Probiert den Bauch richtig lang zu machen. Ganz langsam Spannung rausnehmen. Zum Schluss nochmal einmal auf die Rückenposition. Stretching und locker machen. Einmal die Knie zum Körper ranziehen. Und wir rotieren ganz leicht nach links und rechts. Machen die Lendenwirbelsäule locker. Locker atmen. Und langsam die Beine wieder lösen. Super, dann habt ihr es geschafft. Ich hoffe, das Training hilft euch in dem Alltag ein bisschen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Bleibt gesund.